Naja, man kann ja nicht sagen, dass Merkel für Stabilität steht. Also unter Frau Merkel ist dieses Land immer tiefer sozial gespalten worden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen, die sich auch abwenden von der Demokratie. Nur das Problem ist, es gibt keinen starken Herausforderer von der SPD und dadurch besteht tatsächlich die Gefahr, dass Frau Merkel noch einmal 4 Jahre weitermacht. Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land sich ein solches Weiter-so nicht wünscht. Also ich glaube nicht, dass die AfD in die nächste Regierung aufgenommen wird, aber es ist richtig, die AfD wird stärker. Sie hat auch bei Landtagswahlen sehr, sehr starke Ergebnisse gehabt. Das ist aber weniger, weil die Leute die Positionen der AfD unbedingt unterstützen, sondern vor allem, weil sie enttäuscht von den anderen Parteien sind, weil sie das Gefühl haben, dass die Politik sich um ihre Interessen nicht kümmert. Und viele denken, wenn sie die AfD wählen, dann können sie ihre Wut, ihre Verzweiflung ausdrücken. Das heißt, die AfD ist eigentlich für viele ein Hebel, um ihren Frust deutlich zu machen. Nicht unbedingt, dass sie wollen, dass die AfD tatsächlich in Deutschland auch die Politik bestimmt. Das sehe ich nicht. Aber ich fürchte, dass sie tatsächlich im nächsten Bundestag auch mit einer nicht ganz kleinen Fraktion vertreten sein wird. Na, sie ist zumindest eine immer sehr folgsame Anhängerin der amerikanischen Politik gewesen. Also sie hat ja ihre Funktion immer darin verstanden, die US-Hegemonie anzuerkennen, das auch immer dann zu akzeptieren. Also es gab ja eigentlich keinen Fall, wo Frau Merkel der amerikanischen Politik einmal widersprochen hätte. Also auch vielen Kriegseinsätzen, die im Namen der NATO oder eben auch außerhalb, aber mit sozusagen unter amerikanischer Führung gemacht wurden, an denen hat sich auch Frau Merkel und damit eben auch Deutschland beteiligt. Das letzte Beispiel ist ja in Syrien. Und insoweit ist es natürlich so, dass es immer eine enge Verbindung zwischen Frau Merkel und Obama gab und es leider an kritischen Worten an die Adresse der USA immer gefehlt hat. Also sie hat zwar in bestimmten Fragen oder vor allen Dingen ihr Außenminister Frank-Walter Steinmeier dort auch Nuancen anders thematisiert, also zum Beispiel als er die NATO-Manöver in Osteuropa kritisiert hat, das war ihr Außenminister, Frau Merkel selber natürlich nicht. Aber generell gab es schon immer diese Orientierung an den USA und die Akzeptanz dessen, was die USA vorgegeben hat. Ich weiß nicht, was die freie Welt ist. Also ich meine, die USA haben ja nun in den letzten Jahren viele völkerrechtswidrige Kriege geführt. Sie haben nicht Demokratie und Freiheit verteidigt, sondern zum Beispiel mit ihren Drohnenkriegen, mit ihren Drohnenmorden wirklich geltendes Recht akut verletzt. Und insoweit bin ich mit solchen Begriffen vorsichtig. Ich würde auch Frau Merkel dort nicht überhöhen. Also Deutschland ist mit Sicherheit nicht das Land, das jetzt eine neue Hegemonie anstreben sollte. Im Gegenteil, es gibt viele europäische Partnerländer, die schon jetzt eigentlich große Vorbehalte haben, weil es eben in Europa viel zu wenig Gemeinsamkeiten und Abstimmung gibt, weil Frau Merkel immer wieder mit Alleingängen auch andere europäische Partner im Regen stehen lassen hat und sie auch dadurch natürlich verärgert hat. Also eine deutsche Hegemonie jetzt noch stärker anzustreben, zu praktizieren, das hielte ich für fatal. Ja, das muss man sich wirklich fragen. Natürlich gibt es Einflussnahme auf Medien. Es gibt auch belegbar Einflussnahme der USA auf europäische Ebene, auf europäische Medien. Also beispielsweise gibt es ja Journalistinnen und Journalisten auch in Deutschland, die Mitglied der Atlantikbrücke sind oder die auf andere Weise doch eine enge Verbindung in die USA haben. Das ist auch nie thematisiert oder kritisiert worden. Und insoweit finde ich das eben auch nicht besonders sinnvoll. Also jetzt dort an die russische Adresse
etwas für problematisch zu erklären, was man an die Adresse der USA immer für Normalität gehalten hat. Natürlich gibt es Medien, die den einen oder den anderen nahestehen. Und das Wichtige in einer Demokratie ist, dass Medien plural sind. Also dass es tatsächlich nicht von einer Seite eine Dominanz gibt. Und das sollte auch gewahrt bleiben. Ich sehe persönlich mehr das Problem, dass sich auch in Deutschland die Medien in immer weniger Händen konzentrieren. Also viele Verlagsgruppen, das sind ja private Verlagsgruppen, gehören großen Milliardärsfamilien, die natürlich auch entsprechende Interessen haben, auch entsprechend Einfluss nehmen. Das ist schon eher ein Problem. Also dass die Pluralität der Medien immer kleiner wird, dass es immer mehr Zeitungen gibt, die in wenigen Händen sich konzentrieren. Aber da sehe ich tatsächlich eher Handlungsbedarf. Das gilt ja auch nicht für Deutschland nur, sondern auch für andere europäische Länder. Ich bin nicht Teil des Europaparlaments. Es liegt mir fern, diese Entscheidung jetzt irgendwie zu erklären oder gar zu rechtfertigen. Also natürlich steht Russia Today sicherlich Russland näher als beispielsweise den USA. Aber das ist ja auch legitim. Das ist ein Sender, ein Medium, das sich sozusagen in der Pluralität der Medien an einer bestimmten Stelle verortet hat. Und zu unterstellen, dass das Europa spaltet, das halte ich schon für sehr, sehr problematisch. Also ich meine, wenn ich der Meinung wäre, dass Ihr Sender Europa spalten würde, dann würde ich ihm wahrscheinlich kein Interview geben. Also ich finde, diese Gleichsetzung ist völlig abwegig. Also wir sollten uns tatsächlich mehr damit beschäftigen, was bestimmte islamistische Terrororganisationen treiben, wie sie sich organisieren, auch wie beispielsweise Unterstützung zum Beispiel durch die Türkei läuft. Also die Türkei ist ja nach wie vor einer der Partner, mit denen auch Deutschland sehr eng zusammenarbeitet. Und man weiß, dass es von der Türkei aus eine Unterstützung islamistischer Terrorbanden gibt, sogar eine sehr aktive. Und ich finde, da sind wirkliche Gefahren und ich meine ganz praktische Gefahren. Wir haben ja in Europa Terroranschläge gehabt und damit sollte man sich wirklich mehr beschäftigen, als Pseudo-Gefahren herbeizureden. Also ich glaube, dass die EU sich in den letzten Jahren in einer Weise entwickelt hat, die viele Menschen so nicht wollen und die auch vor allem eben sehr, sehr stark auf Demokratieabbau und auf wirtschaftliche Freiheiten, auf Kapitalfreiheiten gesetzt hat und die Lebensverhältnisse, vor allem die sozialen Verhältnisse vieler Menschen verschlechtert hat. Und deswegen bin ich tatsächlich auch der Meinung, wir brauchen nicht eine immer stärkere Verlagerung von Kompetenzen nach Brüssel. Weil in Brüssel haben wir keine funktionierende Demokratie. Wir haben dort starke Lobbyorganisationen großer Unternehmen, die sehr viel Einfluss auf die EU-Kommission haben. Ich selber war ja früher einmal im Europaparlament. Ich habe da erlebt, wie Lobbyismus in Brüssel funktioniert. Das ist wesentlich problematischer und forscher, als es in den einzelnen europäischen Hauptstädten der Fall ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wir brauchen und ich wünsche mir europäische Zusammenarbeit, Abstimmung zwischen den europäischen Ländern, aber keine Stärkung einer EU-Bürokratie und Technokratie, die sich von den Menschen abgehoben hat, weil das bedeutet nämlich, dass sich immer mehr Menschen von diesem Europa abwenden, dass Nationalismus wieder stärker wird und das ist sicherlich etwas, was wir uns nicht wünschen sollten. Ja, wir haben das immer kritisiert und wir sagen auch, das ist kein Weg zu Stabilität und Sicherheit in Europa. Wir brauchen Kooperation, wir brauchen eine Rückkehr im Grunde zu den Prinzipien der Entspannungspolitik. Entspannungspolitik heißt, egal ob ich die Interessen des anderen gutheiße, aber ich muss sie respektieren, ich muss sie ernst nehmen und ich muss bei dem, was ich mache, immer berücksichtigen, wie sozusagen ist die Interessenlage des Gegenübers. Und eine solche Kooperation brauchen wir in Europa mit Russland. Russland ist unser Nachbar, unser großer Nachbar. Und wir wollen natürlich
also von den europäischen Ländern. Und wir wollen in Frieden leben mit Russland. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass solche abstrusen Manöver oder auch jetzt, wo getrommelt wird, dass es noch mehr Aufrüstung gibt, dass das endlich beendet wird und dass man begreift, ein Konflikt mit Russland schadet Europa und schadet im Grunde unserer gemeinsamen Perspektive. Also ich finde, ganz unabhängig von Donald Trump braucht Europa eine eigenständige Außenpolitik. Und wir Linken, wir fordern ja, dass die NATO aufgelöst wird und ersetzt wird durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands, damit man gemeinsam für Sicherheit sich einsetzt und nicht gegeneinander in den Fronten und in den Schützengräben des Kalten Krieges liegen bleibt. Insoweit wäre das ohnehin an der Zeit. Ob die USA tatsächlich aus der NATO austreten werden, ich habe da große Zweifel. Ich glaube auch, da muss man erstmal abwarten, wie sich die US-Außenpolitik jetzt weiterentwickelt. Aber völlig unabhängig davon, ich finde, Europa hat eigenständige Interessen und Europa sollte eine eigenständige Außenpolitik machen und sich nicht immer sozusagen instrumentalisieren lassen für das US-geführte Bündnis NATO. Ich glaube, dass diese Welt nicht noch mehr Aufrüstung braucht. Also zurzeit geben die NATO-Staaten gemeinsam 13 Mal so viel für Rüstung und für Militärisches aus wie Russland. Und da gibt es eigentlich keine Begründung, warum man das noch weiter steigern müsste. Wir müssen im Grunde, wir haben in Deutschland ein sehr gutes Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz sagt, die Bundeswehr ist dafür da, uns zu verteidigen. Dafür braucht man keine Hochrüstung. Wir brauchen also Kapazitäten der Verteidigungsfähigkeit, aber wir brauchen keine Kriegskapazitäten, um in aller Welt Interventionskriege zu führen, so wie das eben sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Also ich fordere ja auch, und wir als Linke fordern ja auch, die Bundeswehr aus diesen Kriegseinsätzen zurückzuziehen, weil sie nirgends Freiheit oder Demokratie gebracht haben. Und das ist ja in der Regel auch nicht das, worum es geht. Es geht um Einflusssphären, es geht um Rohstoffe. Und ich finde das wirklich sehr schlimm, dass aus solchen Erwägungen, aus solchen Interessen heraus ganze Regionen dieser Welt destabilisiert wurden und auch werden. Also ich glaube nicht, dass wir eine eigene Europaarmee brauchen. Die einzelnen Länder haben ihre Armeen und das ist sozusagen aktuell in dieser Welt wahrscheinlich auch nicht überwindbar, weil wir eben leider noch keine Welt des Friedens haben, wo man kein Militär mehr braucht. Aber eine gemeinsame Europaarmee, wofür oder wogegen soll die aufgestellt werden? Also ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Also zunächst einmal, wie gesagt, muss man abwarten. Trump hat ja noch nicht einmal sein gesamtes Team zusammengestellt, wie sich dort wirklich die Außenpolitik entwickelt. Ich wäre sehr froh, wenn man tatsächlich nicht mehr auf Konfrontation mit Russland setzt, sondern gemeinsam mit Russland beispielsweise versucht, eine Friedenslösung in Syrien zu erreichen. Es gab ja da schon mal ein sehr weitgehendes Verhandlungsergebnis. Es gab einen Waffenstillstand, der dann torpediert worden ist, unter anderem auch von der amerikanischen Seite. Und insoweit, wenn man an diese Friedensgespräche, auch an diese Friedenskooperation wieder anknüpfen würde, das wäre ein großer Gewinn auch für die Menschen in Syrien, weil das Wichtigste, was wir in Syrien brauchen, ist ein Ende der Bombardements, ist auch eine gemeinsame Anstrengung, wirklich den Islamischen Staat und die anderen islamistischen Terrorbanden zurückzudrängen, statt gegeneinander dort möglicherweise sogar irgendwann Krieg zu führen. Das wäre unglaublich gefährlich und dazu darf es auch nicht kommen. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht, ob Trump wirklich einen solchen Weg geht. Es gibt bestimmte Anzeichen, aber ich bin mir da nicht sicher und ich halte ihn nicht für sehr berechenbar. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass Berlin dann einen Konflikt, also sollte es eine solche Veränderung der US-Außenpolitik geben. Also bisher hat Frau Merkel sich immer der US-Politik angepasst und ich glaube auch nicht, dass in diesem Fall es dann wirklich einen Konflikt geben wird.
Ja, wir fordern, dass diese Sanktionen aufgehoben werden. Sie bringen gar nichts. Sie schaden tatsächlich der europäischen Wirtschaft, genau wie natürlich auch der russischen Wirtschaft. Sie schaden der Bevölkerung. Und es ist eine völlig absurde Politik zu glauben, dass man mit solchen Sanktionen irgendein positives Ergebnis erzielt. Sondern wir müssen gucken, dass wir auf dem Wege des Dialogs, auf dem Wege auch der Kooperation gemeinsame Ergebnisse erreichen, aber nicht mit Sanktionen. Das ist eine völlig archaische und verfehlte Politik. Ja, warten wir mal ab. Also erstmal ist ja noch nicht mal in den USA ein neuer Präsident im Amt. Also das ist ja alles, wird sich ja alles erst noch ergeben. Dann wird man sehen, wie dessen Außenpolitik aussehen wird. Und in Europa ist es natürlich auch gespalten. Also selbstverständlich ist zum Beispiel von bestimmten osteuropäischen Ländern immer der Druck auf einen antieuropäischen Kurs wesentlich, auf einen antirussischen Kurs wesentlich stärker gewesen als zum Beispiel von Seiten Frankreichs oder Italiens, die das ja eher kritisiert haben, also die eigentlich eher dafür gewesen wären, kooperativer mit Russland umzugehen. Also Europa ist da auch gespalten und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt und wer sich dort am Ende durchsetzt. Deutschland hat leider in diesem Konflikt bisher keine allzu gute Rolle gespielt, aber auch da wird man sehen, auch in Deutschland haben wir nächstes Jahr Wahlen, also auch niemand weiß, wie dann die Regierung aussieht, niemand weiß, ob wirklich Merkel weiter regiert. Also das wird man auf jeden Fall sehen. Also ich glaube nicht, dass das eins zu eins alles so weitergehen muss, wie es in der Vergangenheit war. Also wir müssen viel mehr tun, um die Ursachen für Flucht zu beseitigen. Und da gibt es kurzfristige Dinge, die man ganz schnell tun kann. Also die Situation in den Lagern vor Ort zu verbessern, das braucht keine 20 Jahre. Das könnte man sofort machen. Die brauchen einfach mehr Geld, mehr Unterstützung, damit dort eine Infrastruktur entsteht, die zum Beispiel Bildung für die Kinder ermöglicht. Das ist ja für viele auch ein Grund für Flucht, dass sie sagen, wir hier im Lager wachsen unsere Kinder heran und haben noch nicht mal die Chance, eine Schule zu besuchen. Also da muss man etwas tun. Langfristig, natürlich geht es auch darum, dass die Ursachen für Kriege behoben werden. Also dass man nicht Waffen liefert, wo Kriege stattfinden, sondern dass man konkret zum Beispiel in Syrien wirklich alles daran setzt, dass es dort Frieden gibt. Dann gäbe es ja auch keinen Grund mehr, aus Syrien zu fliehen, wenn dort endlich Frieden hergestellt ist und wenn der islamische Staat zurückgedrängt wird. Und so, glaube ich, lässt sich das Problem lösen. Nur mit Zäunen, mit Mauern wird man das Problem natürlich nicht lösen können. Na, es haben ja vor allem andere europäische Länder Änderungen vorgenommen. Also zurzeit ist es ja tatsächlich so, dass sehr, sehr wenige Flüchtlinge es überhaupt noch schaffen, bis nach Deutschland zu kommen, weil beispielsweise in Mazedonien die Grenze dicht ist. Damit ist die Balkanroute abgeschnitten. Und Merkel hat dann noch ihren speziellen Deal mit dem türkischen Diktator Erdogan, den sie quasi dafür bezahlt und bezahlen möchte, dass er als Türsteher Europas die Flüchtlinge festhält, was ich für eine völlig absurde Politik halte. Ich glaube schon, dass wir eine gemeinsame europäische Anstrengung brauchen, um vor allem Fluchtursachen zu bekämpfen und um den Menschen dort zu helfen, wo sie herkommen. Also auch die Situation in vielen Flüchtlingslagern rund um Syrien ist nach wie vor desaströs. Da ist die Ernährung nicht richtig gesichert, es gibt keine Schulbildung für die Kinder. Und ich finde, das sollte unsere Priorität sein, diese Situation, die ja viel mehr Menschen noch betrifft als diejenigen, die es irgendwo nach Europa schaffen könnten, dort die Situation zu verändern. Und das Gleiche betrifft Afrika. Also Europa macht eine schlimme Handelspolitik in Afrika mit vielen afrikanischen Ländern. Die werden gezwungen, ihre Zölle abzubauen. Das bedeutet, ihre ganze Wirtschaft wird ruiniert, wird überflutet mit unseren Exporten, vor allem Agrarexporten. So zerstört man diese Länder, erzeugt Armut, erzeugt Hoffnungslosigkeit. Und das ist ja die eigentliche Ursache, warum so viele Menschen fliehen. Dort muss sich etwas ändern.
Nein, es war eigentlich eine wirklich fahrlässige Art und Weise, mit diesem Problem umzugehen. Also Frau Merkel hat tatsächlich ja damals auch das Signal ausgesandt, dass wir sehr, sehr viele Menschen willkommen heißen. Das hat ja auch mit dazu beigetragen, dass sich auch so viele auf den Weg gemacht haben. Aber sie hatte nicht die geringste Vorstellung, wie Integration gewährleistet werden kann. Weil wenn man Menschen integrieren möchte, dann braucht man Wohnungen, dann braucht man Arbeitsplätze. Und um all das hat sie sich bis heute nicht gekümmert. Sie hat auch viele Städte und Gemeinden allein gelassen, auch mit den Kosten allein gelassen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil das auch in der deutschen Bevölkerung natürlich dann wiederum zu Verunsicherung führt, auch zu Ablehnung führt. Und letztlich ist das ja die Grundlage dafür, dass die AfD so stark geworden ist. Die AfD war ja im Sommer 2015 eine Partei, die unterhalb der 5% rangierte und die sich im Grunde gerade dabei war, zu zerlegen und zu spalten. Und dadurch, dass es diesen hohen Grad an Verunsicherung, auch an Ängsten in der Bevölkerung gibt, weil diese Politik planlos war, weil sie auch beispielsweise noch nicht einmal die Identität von allen Menschen erfassen konnte, bis heute, die nach Deutschland gekommen sind. Und natürlich haben Leute dann Angst, weil es ja inzwischen auch Erkenntnisse gibt, dass auch der Islamische Staat sehr gezielt versucht, damit auch Menschen in europäische Länder einzuschleusen. Und ich muss sagen, das ist einfach keine verantwortungsvolle Politik, die da gemacht wurde.